Ja, es ist ja von den Yoga-Schriften her immer ja, so erwähnt, dass die beste Zeit des Yoga nach dem Schlafen ist. Also morgens beim Sonnenaufgang, ja, ist die ideale Zeit für Yoga. Die Träume können sich langsam legen, die Bewegungen des Körpers und das Zusammenspiel von Körper und Geist kann praktisch beginnen und beginnt dann mit einer Yoga-Anleitung. Ja. Wenn du nicht morgens dazu kommst oder dir ist das zu unbequem, mach daraus keinen Punkt, dann nimm einen anderen Zeitpunkt des Tages. Aber es ist mal ein Vorschlag: Yoga vorm Frühstück. Das heißt, es ist auch nicht eine besonders ja, intensive Sequenz, aber schon auch, dass man sich fühlt, aus der Komfortzone mal herauszukommen, denke ich, und ein Geschenk sich zu machen, den Tag mit Yoga zu beginnen. Ja, ich hoffe, ihr habt euch so gut platziert. Ich gucke mal, ich bin noch ein bisschen nervös, ja, weil die Zoom-Vorstellung, dass das alles klappt, habt ihr gesehen, Claudia hat mich dankenswerterweise nochmal eingewiesen. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Ist auch ein neues Gefühl für mich, ja, euch zu sehen und vielleicht auch mal auf dem Bildschirm zu gucken. Also wieder das Gefühl wachsen zu lassen, dass da eine Gruppe tatsächlich ist. Ja. Ja, vielleicht kannst du in Stille für dich auch erstmal beginnen, bis praktisch die Eröffnung da ist. Wenn du dich bequem hingesetzt hast, dich gelockert hast, ganz einfach die Stille da sein lassen. So, ich habe mal ganz pünktlich gegongt jetzt, obwohl ich jetzt kein Zeichen habe, dass die Übertragung da ist, aber es scheint ja da zu sein. Und setz dich mal aufrecht hin, lass die Wirbelsäule in einer gedachten Linie von oben nach unten sein. Lockere deine Schultern und wenn du magst, führe deine Hände zum Namaskar. Die Handflächen leicht gewölbt aneinander gelegt, die Fingerspitzen zeigen nach oben und lass die Daumenwurzel am Anahata-Chakra in Berührung sein.
Wenn du magst, schließe noch einmal für die Om-Zeremonie die Augen. Wir atmen einmal gemeinsam ein und aus und dann einmal das Urmantra Om tönen. Wir atmen ein und aus. Ein. Om. Dann leg die Hände ab und lass die Om-Schwingung noch etwas nachwirken. Und öffne die Augen und einmal zur Entspannung des Gesichts und damit auch von Körper und Geist. Nimm mal die flachen Hände vor dir zusammen und lade sie mal energetisch etwas auf. Spüre die Reibung der Handflächen aneinander, wo ich auch die verstärkte Wärme wahrnehmen, und lege dann die leicht gewölbten Handflächen auf dein Gesicht und lass die Energie wirken, spüre, wie du dein Gesicht dabei entspannen kannst. Atme ruhig ein und aus. Mit dem nächsten Ausatmen zieh die Hände ganz sanft nach unten vom Gesicht ab und noch einmal. Nochmal die Hände aufladen. Und die leicht gewölbten Handflächen sanft auf dein Gesicht legen. Und nochmal hineinspüren, ob dein Gesicht sich nochmal mit Hilfe der Handenergie entspannen kann. Atme ruhig ein, atme ruhig aus. Und ausatmend, lass die Fingerspitzen nach unten von deinem Gesicht gleiten. Und wir beginnen im Stehen. Stell mal die Füße in etwa so ein bisschen mehr als Hüftbreite auf und komme so in die Hockposition. Leg mal deine Arme auf deine Knie ab und schiebe dann die Ellbogenspitzen in die Kniewölbungen so ein bisschen hinein. Vielleicht kannst du sogar so ein bisschen spielen mit der Ohmhaltung, die Dehnung annehmen und dich nochmal aufrichten. Und wenn du spürst, dass das Gewicht in deinen Füßen gleichmäßig verlagert ist, dann mit dem Einatmen zieh dich mit den Fingerspitzen nach oben, mach dich lang, zieh mal an der einen Seite und an der anderen Seite und führe mal deine Füße
In etwa hüftbreit zusammen. Hüftbreit heißt in etwa, dass eine Handbreit dazwischen sein kann. Und ausatmen zur Seite mit den Armen sinken, Schultern locker entspannt. Lass den Kopf mal nach vorne hängen und rolle den Kopf von einer Seite zur anderen. Spüre die Dehnung in deinem Hals, in deinem Nacken. Lass den Kopf ganz locker. Entspanne deine Kiefermuskulatur und lass auch das Kinn bei der Drehung von einer Seite zur anderen in die Position, die es will. Also Kiefermuskulatur locker. Und dann, wenn du magst, rolle vielleicht einmal einen ganzen Kreis herum, zweimal, auch hier mit lockerem Kinn. Mach es nur, wenn du keine Schmerzen verspürst. Andere Seite. Gesicht locker, Kiefermuskulatur locker, fließend atmen. Und dann in der Mitte Kopf aufrichten, Wirbelsäule wieder gerade. Dann stützt die Hände in die Hüften locker ab und geh mal mit dem Kopf sanft nach hinten, vorsichtig, nicht überstrecken, und nach vorne ausatmen, Kinn Richtung Brustbein. Kopf sanft nach hinten rollen, ausatmen, Kinn zum Brustbein. Einatmen, Kopf nach hinten rollen. Ja, nicht die Wirbelsäule mitnehmen, nur den Kopf. Und ausatmen nach vorne. Und Kopf wieder aufrichten. Dann verschränke deine Hände vor deinem Körper. Und mit dem Einatmen zieh die Arme nach oben und wölbe die Handflächen nach oben. Weit, ja, ruhig ein bisschen aufdehnen und ausatmen, wieder zurück. Lass den Blick die Hände verfolgen. Oben, dann schaust du leicht schräg nach oben und ausatmen, wieder zurück. Und wenn du jetzt nach oben gehst, die Hände nach außen wölbst, zieh dich nochmal aus deiner Hüfte heraus und lass die Oberarme Richtung Ohrläppchen gehen. Ausatmen, zurück. Und einatmen noch einmal. Nach oben und ausatmen, zurück. Dann nimm mal die Arme zur Seite, nach oben, die Hände locker fassen und wippe mal mit deiner Hüfte zur einen Seite und zur anderen Seite. Versuche die Oberarme dabei an den Ohren zu lassen. Dehne die Hüfte auseinander, während du die Oberarme immer in Berührung mit den Ohrmuscheln hast. Und in der Mitte auspendeln. Dann dreh wieder die Handflächen nach oben, mach dich lang und neige dich jetzt nach rechts, Hüfte nach links. Oberarme an den Ohren, schau nicht zum Boden, schau geradeaus.
und schau ein wenig dann nach oben, dass die untere Schulter, also die rechte Schulter, in die Senkrechte kommt mit der linken. Atme fließend ein, atme fließend aus. Ein, aus. Ein zur Mitte und aus zur linken Seite mit den Armen. Dreh nochmal die Hände nach außen, die Hüfte nach rechts. Richte die linke Schulter nach vorne aus und schau ein wenig nach oben. Oberarme immer wieder Richtung Ohrmuschel. Atme langsam ein. Atme langsam aus. Einatmen zur Mitte. Und ausatmend zur Seite sinken lassen. Und dann die Arme in die Seithalte. Beine jetzt kraftvoll in den Boden. Und geh mit geradem Rücken nach unten. Das heißt, wenn du mit geradem Rücken nach unten gehst, schau etwas nach vorne. Hebe die Arme zur Seite. Und wenn du über die Hüftlinie bist, dann komm mit den Händen um die Ellbogenspitzen, lass den Kopf hängen, lass den Oberkörper hängen und baumle mit den Händen, mit den Unterarmen mal vor und zurück. Und nochmal zur Seite. Gesicht entspannt, Kinn, Muskulatur locker. Und dann löse die Hände und komm mit den Händen um die Fersen, Finger innen, Daumen außen und geh die Beugung so weit, wie es für dich gut ist, mit dem Oberkörper Richtung Bein. Atme fließend aus, atme fließend ein, aus, ein. Und dann die Arme zur Seite, Blick nach vorne, wieder nach oben, einatmen, ganz lang machen und ausatmend, komm jetzt mit gekreuzten Beinen wieder nach unten. Rechte Bein hinter den linken Fuß. Okay. Und dann langsam nach vorne sinken. Aus. Oberkörper hängt, Kopf hängt. Wenn du magst, also wenn es sicherer für dich ist, auf den Boden zu stützen, mach es so, oder fasse jetzt diagonal rechte Hand, rechten Fuß, linken Hand, linken Fuß und geh mit dem Oberkörper, mit dem sanften Zug deiner Beine, deiner Arme langsam Richtung Bein. Einatmen. Arme zur Seite, langsam nach oben. Ja, ist schön, wenn man morgens aufwacht, eine Balanceübung. Erst nach oben und dann den anderen Fuß hinter dem gegenüberliegenden Fuß und ausatmen, Arme zur Seite, schau nach vorne und fasse die Fersen. Jetzt diagonal wieder. Schau, dass du mit den Armen so einen sanften Zug hast. Ja, nicht in den Schmerzbereich gehen, aber mit dem Ausatmen auch durch den Zug der Arme dich unterstützen. Fließend atmen. Oberkörper hängt, Gesicht entspannt.
Einatmen, Arme zur Seite, leicht nach vorne schauen, mit geradem Rücken nach vorne. So, ich muss jetzt an das Kopfende der Matte. Ich lege mich dann von der Seite. Ja, gut. Jetzt einatmen, die Arme nach oben und ausatmen, die Arme vor dir kreuzen. Einatmen nach oben, mach die Lungen weit, die Rippen mal zur Seite dehnen und ausatmen, wieder lösen. Jetzt einatmen, die Arme nach oben, Handflächen zeigen aufeinander und geh mit dem rechten Bein nach hinten. Halte es in der Luft. Fließend atmen. Balance. Und dann setz das rechte Bein hinten auf. Und komm jetzt mal mit dem rechten Knie Richtung, also in einer Linie zum linken Knie. Du kannst einen Abstand lassen, aber Knie in etwa in einer Achse. Ja. Dann in dieser Position, gerader Rücken in die waagerechte Position. Fließend einatmen, fließend ausatmen. Blick geht zum Boden. Und jetzt fordere ich mal ein wenig heraus mit der Balance. Rechte Hand zum linken Fuß und den linken Arm nach oben. Fließend atmen. Schau zur Seite. Atme fließend ein, atme fließend aus. Ausatmen, wieder zur Seite, gerade Rücken nach oben und dann zieh den Fuß ran. Lass die Arme oben, komm mit dem linken Bein nach hinten. Fließend einatmen, fließend ausatmen. Dem rechten Bein jetzt stehen. Und etwas weiter hinten aufsetzen. Das rechte Bein jetzt gerade, linke Bein gebeugt. Und dann zur Seite. Gerade im Rücken in die waagerechte Position beugen. Fließend einatmen, fließend ausatmen. Und ausatmend jetzt mit dem linken, mit der linken Hand zum rechten Fuß, rechte Hand nach oben und schau zur rechten Seite. Fließend einatmen, fließend ausatmen. Und dann die Arme wieder in die Seite halten. Und komm nach oben und zieh den linken Fuß heran. Jetzt nochmal eine Lockerung. Einatmen nach oben mit den Armen und geh auf die Zehenspitzen. Und ausatmen zurück. Einatmen nach oben. Zehenspitzen und ausatmen, zurück.
Jetzt einatmen, nach oben, mit den Füßen bleiben auf dem Boden. Und dreh dich nach rechts. Füße bleiben nach vorne gerichtet. Der rechte Arm geht nach hinten, linke Hand zur rechten Schulter. Einatmen nach oben, ausatmen nach links. Noch einmal hin und zurück. Einatmen nach oben, ausatmen nach rechts. Einatmen, ausatmen nach links. Schau zur linken Hand. Einatmen nach oben. Und ausatmend, Arme entspannen, vielleicht auch mal ausschütteln. Zu ist großzügig. Gut. So, dann kommen wir jetzt zum Vinyasa Flow. Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne und geh mal in den Flieger. Arme sind am Körper, linke Bein steigt nach hinten auf und versuche in die Waagerechte zu kommen. Fließend atmen und setz den linken Fuß langsam nach hinten ab. Dann rotiere mit dem linken Arm nach oben, nach hinten in Krieger 2. Okay. Das rechte Handgelenk ist über dem rechten Knie gelenkt, schau nach vorne, linke Bein ist gerade und du schaust über den Mittelfinger deiner rechten Hand nach vorne. Dann der rückwärtige Krieger, sinke mit der linken Hand nach unten und die rechte Hand, rechte Arm zeigt über den Kopf nach hinten. Fließend einatmen. Fließend ausatmen. Versuche mit dieser Dehnung zu spielen. Ausatmen. Stütz dich mit der rechten Armbeuge auf dein rechtes Knie und komm mit dem linken Arm in die Senkrechte und schau jetzt nach oben. Kinn Richtung Schulter. Fließend einatmen, fließend ausatmen. Dann rutsche mit dem rechten Arm senkrecht nach unten. Fingerspitzen Richtung Fuß, vielleicht berühren, ohne aufzustützen. Und Arme in der Senkrechte. Linke Bein ist gerade. Arme senkrecht. Und ausatmend. Komm in die Reiterstellung. Rechtes Bein neben das linke. Armstütze. Bauch ist leicht gewölbt. Blick zum Boden. Und geh dann da in den nach unten schauenden Hund. Arme gerade und wippe mal mit den Fersen abwechselnd zum Boden. Ein Bein streckt, ein Bein beugt
Und dann lass mal beide Fersen nach oben gerichtet, Fuß senkrecht. Und komm mit dem Oberkörper so weit wie möglich zu den Oberschenkeln. Arme gerade, atme fließend ein, atme fließend aus. Und Beine wieder strecken und mal lockern. Dann komm mit dem linken Bein locker nach oben und linken Fuß nach vorne. Geh jetzt langsam in dieser Seite in den Flieger. Arme zur Seite, Bein hebt, fließend atmen. Und langsam nach hinten aufsetzen. Und rotiere jetzt den rechten Arm um dich herum. Linker Arm nach vorne. Nochmal Steinposition. Einnehmen. Linke Handgelenk ist über dem linken Knie. Rechte Bein ist gerade. Vielleicht ein wenig absinken. Fließend einatmen. Fließend ausatmen. Dann sinke mit dem rechten Arm, Oberschenkel, schieb den linken Arm über den Kopf und spiele mit der rückwärts gewandten Kriegerposition. Ausatmen, stütz dich mit dem linken Arm auf dem Knie ab, rotiere mit dem rechten Arm nach oben und rutsch dann mit dem linken Arm mit den Fingerspitzen nach unten Richtung Fuß, Arme senkrecht, rechte Bein gerade, fließend einatmen, fließend ausatmen. Ausatmen, wieder in die Grundstellung und wieder in die Position der schiefen Ebene und geh jetzt langsam zum Boden. Stütz dich mit den Händen unter den Schultern ab, hebe deinen Po. Die Füße sind am Boden, mit den Fußballen am Boden. Hebe den Po und komm so in einen leichten, nach hinten geneigten Rücken. Fließend einatmen, fließend ausatmen. Beine sind gerade. Und wieder lösen und komm jetzt in die sitzende Position und wechsel mal die Liegerichtung. Komm jetzt auf den Rücken zu liegen. Das haben wir alle Körperbereiche eigentlich gedehnt, auch mal angespannt. Und jetzt, wenn wir alle 12 Gelenke im liegenden Gurukhasana mal ein wenig komprimieren und dann wieder loslassen. Also, die Beine in eine halbe Beuge. Das rechte Bein um das linke und komm mit den Füßen, ja,
um die Wade herum und mit dem rechten Arm unter den linken und Knie zu dir, Rücken am Boden, spür die Dehnung im gesamten Körperbereich, 12 Gelenke, 3 in jedem Arm jeweils und 3 in jedem Bein. Ausatmen, lösen. Lass die Knie aufgestellt, Hände zum Boden, die Fingerspitzen berühren leicht die Fersen und mit dem Einatmen rolle den Rücken von unten nach oben, mach die Halswirbel lang und zieh die Hände mit gestreckten Armen zusammen, dass die Handteller sich vielleicht berühren. Die Schulterblätter werden zur Wirbelsäule gezogen und hebe nochmal das Becken nach oben. Ausatmen, langsam wieder abrollen. Zum Schluss die Hüfte ablegen. Und jetzt die andere Seite. Halbe Beuge mit den Beinen. Rotiere mit dem linken Bein um die rechte Wade. Und mit dem linken Unterarm. Ja, wer jetzt nicht in diese Adlerposition kommt, der macht die Hände auf die Schultern. Aber halt mal versuchen. Und jetzt mal die Gelenke in der anderen Seite dehnen, fließend einatmen, fließend ausatmen. Mit dem Ausatmen langsam wieder auflösen und dann pendel mal mit den Knien von einer Seite zur anderen, dass so eine Lockerheit sich einstellt. Vielleicht tippen die Oberschenkel auf deine Handrücken, die neben dir liegen. Dann pendle zur Mitte. Führe jetzt die Arme in Verlängerung deiner Schulterachse und lege dein rechtes Fußgelenk auf das linke Kniegelenk. Wippe mal so ein wenig nach außen, dass die Hüfte locker spielen kann. Und wenn du in der Dehnungsposition bist, dann sinke mit dem linken Knie, mit dem rechten Fuß Richtung Boden. Schubst nochmal dein Knie vielleicht ein bisschen nach hinten, um die Dehnung zu unterstützen. Und wenn du magst, schau zur rechten Hand. Nimm die Dehnung im gesamten Wirbelsäulenbereich war. Auch hier eine kleine Hüftaufdehnung. Atme langsam ein. Atme langsam aus. Einatmen, komm mit beiden Beinen wieder zurück, wechsle hier die Beinposition,
Lege dein linkes Fußgelenk auf das rechte Kniegelenk. Wippe so ein wenig nach außen, dass du spürst, die Hüfte ist locker. Kannst mit ihr spielen in der Bewegung. Und dann lass sie in der aufgestellten Position und ausatmend beginnend langsam mit dem rechten Knie zum Boden, linke Fußsohle zum Boden. Dann nochmal mit dem Hand vielleicht wupp, Dehnung unterstützen und wenn du willst, schau zur linken Hand. Atme fließend ein. Atme fließend aus. Entspann dich in dieser Verbringung. Und ausatmend locker. Komm zur Aufstellung der Knie zu Shavasana. Strecke die Beine eines nach dem anderen in eine lockere, aufgerätschte Stellung. Zieh nochmal die Schulterblätter in der Tendenz Richtung Wirbelsäule, sodass die Schulterblätter aufliegen. Zieh nochmal in der Fontanelle, dass das Kinn sanft zum Brustbein sinken kann. Und lass die Daumen nach außen zeigen. Nimm wahr, dass sich die Erde trägt. Du brauchst nichts zu tun, du wirst getragen. Lass deinen Atem wie von alleine ein- und ausgehen. Du wirst geatmet. Lass deine Gedanken, deine Gefühle und Emotionen einfach erscheinen und erlaube ihnen wieder zu gehen. Keine Bewertung deiner Gedanken, kein Vergleich deiner Gedanken und keine Beurteilung deiner Gedanken. Mit dem nächsten Ausatmen. Stell dir vor, dass du noch mehr in den Boden sinkst.
Atme einmal tief durch, komm in den Raum, wieder zurück. Bewege deine Hände an den Handgelenken. Bewege deine Füße an den Fußgelenken. Auch mal die andere Richtung. Dann komm mit den Knien über den Bauch. Fasse locker mal ein Handgelenk. Und rotiere mal ganz leicht mit kleinen Kreisen mit deinen angewinkelten Knien, dass du spürst, dass dein unterer Rücken eine kleine Massage erhält, die Erdenergie wieder aufnimmt und mal die andere Seite pendeln. Dann komm mit den Beinen, mit den Oberschenkeln in die senkrechte Position und mit den Unterschenkeln in die waagerechte. Fasse von außen unterhalb deiner Kniekehle, mach den Rücken rund, komm mit dem Kopf nach vorne und zieh dich mit Hilfe deiner Beine und rundem Rücken in die sitzende Position. Und lass uns nochmal einen gemeinsamen Atemzug nehmen und einmal das Om tönen. Aufrechte Sitzhaltung, Schultern entspannt. Wir atmen ein und aus. Ein. Und öffne die Augen.